Jung Home oder wie präsentiert man ein neues Smart Home System, das vieles kann, aber auf jeden Fall um sehr viel mehr kann als viele Systeme, die hier am Markt sind. Ja, in diesem Sinn, herzlich willkommen beim iMagazin. Herzlich willkommen, Rainer Breinesel. Danke, Thomas, Euro für die Einladung. Euro Unitech und Vertreter der Marke Jung in Österreich. Ja. Lieber Rainer, es kommt ein neues Smart Home System. Ja. In wenigen Wochen. Wann wird es am Markt sein? Start geplant ist für April 2023. Ja, da wollen wir mit dem Jung Home System rausgehen. Und vorher machen wir natürlich jetzt schon die eine oder andere Vorinformation. Zum Thema Vorinformation. Die Vorinformation habe ich natürlich oben bei herrlichen Käseshow von dir bekommen. Wir haben allein in der Vorbesprechung eine knappe Dreiviertelstunde gebraucht, um mir zu erklären, was das Ding tatsächlich alles kann, wie es einsetzbar ist. Beginnen wir mal bei dem, was kann es und wofür ist es geeignet? Was kann es? Ja, System kann natürlich Gott sei Dank sehr viel. Das Jung Home System ist der Klassiker, um Bestandsobjekte, die konventionell verkabelt sind, wirklich zu smartifizieren. Also ohne Schmutz, ohne Bohren, ohne Dreck, ohne lange Wartezeiten. Ja, keine Verkabelung ändern, sondern ich habe meine ganz normale 230 Volt Verkabelung, die nutzen wir weiter. Ja. Und das System ist jetzt dazu da, um Bestandsanlagen, wie ich schon gesagt habe, intelligent, sicher und vor allem auch energieeffizient zu machen. Ja? Mhm. Und das schaffen wir mit dem Jung Home System. Wir arbeiten da mit Systemeinsätzen, die 230 Volt verkabelt sind, mit Systemaufsätzen und auch mit intelligenten Steckdosen. Steckdose alt raus, Steckdose neu rein. Das ist genau Korrekt. Der Grund, warum du das da hergestellt genau. hast. Kannst du das kurz ja. mal herzeigen? Wir haben also da eine Jung Home Steckdose. Die Jung Home Steckdose hat einerseits hier eine Anzeige, aber auch gleichzeitig ist das ein manueller Schalter, wo ich die Steckdose ein- und ausschalten könnte. Ja, diese Steckdose hat mehrere Möglichkeiten. Sie kann geschalten werden. Sie hat ein Wochenprogramm drinnen, ja, wo ihr unterschiedliche Schaltzeiten eingeben kann. Zum Beispiel in der Weihnachtszeit meine Weihnachtsbeleuchtung. Mhm. Und sie kann Energie messen, aber auch steuern. Nehmen wir jetzt ein klassisches Beispiel. Ich habe die Steckdose hinter meinem Fernseher montiert. Ich weiß, dass mein Fernseher, wenn er eingeschaltet ist, 500 Watt verbraucht. Ja, dann kann ich einen Schwellwert einstellen in der App, ja, und sage, okay, wenn 400 Watt verbraucht werden, dann soll eine Szene abgerufen werden. Sprich, ich schalte meinen Fernseher. Hintergrundbeleuchtung auf gut Deutsch. Zum Beispiel. Ja, also Szenensteuerung, Fernsehabend. Ich schalte meinen Fernseher ganz normal wie gewohnt mit meiner Fernsehfernbedienung ein. Die Steckdose erkennt klarerweise den Verbrauch. Der eingestellte Schwellwert wird überschritten, ja, und dadurch wird die Szene ausgelöst. Szene Fernsehen, wie du schon richtig gesagt hast, Thomas. Das heißt, es wird mein Fernsehlicht im Wohnzimmer zum Beispiel runtergedimmt. Irgendwelche anderen Lichter, die irgendwo in der Küche oder wo auch immer weiter im Wohnzimmer brennen könnten, werden automatisch abgeschaltet. Und wenn ich das möchte, könnte ich auch meine Rollläden oder meine Jalousien auch noch schließen. Das Ganze, ohne dass ich irgendwo eine zusätzliche Taste gedrückt habe, irgendwas anderes gemacht habe, als meine gewohnte Bewegung mit meiner Fernbedienung dem Fernseher eingeschaltet. Darf ich da einhaken? Du hast eines erwähnt, das Thema Energie einsparen, Energie optimieren. Wie mache ich das mit deinem neuen System, mit Jung Home? Gut. Spielen natürlich mehrere Faktoren zusammen. Ja, einerseits besteht das Jung Home System in verschiedensten Möglichkeiten. Das heißt, also wir haben jetzt die Steckdose schon besprochen, die ich eben schalten kann und Energie messen kann. Ich kann auch mit der Energiemessung natürlich meine Verbräuche sehr transparent und sehr einfach überprüfen. Ist nicht die Blackbox, wo irgendwas angesteckt ist und ich nicht weiß, was letztendlich wirklich mein Verbrauch ist. Zum Thema 1, zum Thema 2. Ich habe natürlich die Möglichkeit, mit Jung Home
Licht zu schalten und Licht zu dimmen. Auch Licht dimmen ist heute natürlich Energiesparen. Nicht mehr wie in der Vergangenheit, dass also die gesparte Energie in Wärme umgewandelt wird, wie es also bei den ersten Dimmern war. Und weiterhin kann ich natürlich auch eine Heizungssteuerung integrieren. Wir haben also auch die Möglichkeit, die Heizung zu steuern. Und bei der Heizungssteuerung kann ich eine Einzelraumregelung realisieren. Auch mit der Einzelraumregelung kann ich natürlich unterschiedliche Temperaturen in den Räumen vorgeben und damit Energie sparen. Und die Heizungssteuerung hat auch automatisch eine Temperatursturzerkennung drinnen. Bedeutet Fenster auf, Absenkung. Bedeutet, wenn ich jetzt mein Fenster zum Lüften öffne, kommt es im Raum zu einem Temperatursturz. Mhm. Dauert dieser Temperatursturz länger als 30 Sekunden an, dann geht die Heizung automatisch für diesen Raum in die Nachtabsenkung. Dann haben wir die 19 Grad wie von der Bundesregierung vorgeschrieben. Und alle fühlen sich wohl mit Pullover. Alle fühlen sich wohl im Pullover, genau so ist es. Gut, das heißt, ich bin bei meinem Beispiel, ich habe einen Kühlschrank, einen Tiefkühler, der nicht wirklich optimal ist, der vereist. Das heißt, meine Steckdose erkennt, wenn der Kühlschrank, der Tiefkühler mehr Energie braucht, dass ihn wieder abtauen muss oder die Dichtung antauschen muss. Die Steckdose zeichnet den Energieverbrauch auf, ja, und die kann man dann halt die ein Wochen, zwei Wochen, letzte Monat anschauen. Was habe ich für einen Energieverbrauch? Ja, kann das vielleicht auch mit meinen Datenblättern der Kühltruhe vergleichen, ob da noch alles in Ordnung ist oder ob ich eingreifen muss. Ja. Wo kann ich noch Energie sparen, weil du das Thema zuerst angesprochen hast, Thomas. Wir können natürlich, wir haben hier ja nicht nur kabelgebundene Taster, sondern wir haben auch kabellose, also Funktaster, ja, wo wir pro Schaltstelle bis zu 4 Funktionen unterbringen können. Und ich kann mir damit auch sehr einfach, auch wenn es den gar noch nicht gibt, an Zentral-Aus-, Zentral-Einschalter irgendwo an die Wand kleben, okay, und beim Verlassen meines Gebäudes natürlich über einen Tastendruck alle Lichter, die irgendwo gebrannt haben, abdrehen. Alle Standby-Geräte. Alle Standby-Geräte, ja, wegschalten und natürlich auch klarerweise sicherheitsrelevante Steckdosen abschalten. Denkt man nur an das berühmte Bügeleisen von der Frau im Keller, ja, wo man dann auf der Autobahn nicht die Schweißperlen bekommt, wenn es heißt, vom Beifahrersitz plötzlich, habe ich jetzt im Keller das Bügeleisen ausgesteckt oder nicht? Mhm. Ja, passiert mir nicht, weil ich auf einen Tastendruck sicher alle sicherheitsrelevanten Steckdosen auch mit weggeschaltet habe. Gut. Wir haben noch ein Thema, und zwar, wir nutzen ja, oder manche nutzen heute ja unterschiedliche Systeme, Apple, Google, da gibt es ja unzählige. Wie verhält sich Jung Home mit all diesen neuen Systemen, die so manche von uns ja doch ziemlich exzessiv nutzen? Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also einerseits, um das Jung Home zu programmieren, aber auch zu nutzen, haben wir eine Jung Home App. Die Jung Home App gibt es für Android und für iOS in den App Stores kostenlos zum Download. Und mit dieser App wird auch die Anlage programmiert. Ja, hat der Installateur jetzt die Anlage programmiert, drückt auf den Knopf, der da heißt Projekt exportieren. Es wird dann am Smartphone ein QR-Code kreiert. Der Betreiber der Anlage kann sich diesen QR-Code scannen und hat sofort alle Programmierungen, alle Möglichkeiten auf seinem Mobiltelefon und kann schon die ganze Anlage schalten. Mhm. Es ist jetzt so, dass natürlich, wie du sagst, mehrere Apps am Handy sind. Und was wir hier haben, wir können mit externen Plattformen auch zusammenarbeiten, wie zum Beispiel Mediola oder Samsung SmartThings. Da können wir unsere App integrieren. Die ja schon integriert ist. Ich muss sie aktivieren, ja, aber ich kann sie also über diese Plattform betreiben, ja, und habe dann natürlich die Möglichkeit, zahlreiche weitere Geräte, die ich vielleicht schon in meinem Haus habe, mitzusteuern, wie zum Beispiel ein Staubsaugerroboter oder was auch immer. Ja. Sprachsteuerung. Sprachsteuerung ist auch ein Thema. Also wir werden nicht zum Start, aber im Herbst des heurigen Jahres ein Gateway bringen, wo wir dann auch Sprachsteuerungen wie zum Beispiel Alexa oder Google Assistant dann auch mittels Sprache integrieren können. Also sprich mittels Sprache unser komplettes Objekt auch steuern können. Ich halte noch einmal fest, für dein System muss nicht gebohrt, nicht gestemmt, nicht neu verlegt werden. Es ist kein Dreck und es ist innerhalb von wenigen Stunden fix und fertig. Korrekt.
Absolut richtig. Im Bestandsobjekt brauche ich also, wie gesagt, nur meine Steckdosen oder meine Schalter gegen die entsprechenden neuen Einsätze tauschen und das Ganze funktioniert. Unser Übertragungsmedium ist Bluetooth Mesh. Bluetooth Mesh ist also entgegen zum klassischen Bluetooth, das wir vom Smart Home kennen, ein System, das mehrere Geräte gleichzeitig ansprechen kann. Und was auch wichtig ist, jedes unserer Geräte, egal ob Schalter, Jalousieschalter oder auch Steckdose, fungiert gleichzeitig als Repeater. Das heißt, dadurch können wir auch entsprechend lange Wegstrecken aufbauen und überbrücken. Qualität und ist oben im ersten Stock genauso gut wie unten. Korrekt, ja. Und was auch vielleicht noch wichtig ist für den einen oder anderen, unser Bluetooth-Mesh-Protokoll ist 128-Bit verschlüsselt. Das heißt, wir entsprechen hier wirklich auch dem Bankenstandard. Lieber Rainer, lass uns das Ganze nochmal kurz zusammenfassen. Was kann es wirklich? Welche Funktionen, welche Geräte? Was ist da alles mit dabei? Gerne. Wir haben die Möglichkeit, Licht zu schalten, Licht zu dimmen. Wir können Jalousien, Rollläden, Markisen verfahren. Wir können Heizung steuern, wie wir schon gesagt haben. Wir haben die intelligente Steckdose, die also schalten, messen und steuern kann. Wir können Bewegungsmelder mit 1,10 Meter und 2,20 Meter Montagehöhe in das System integrieren. Wir haben auch Präsenzmelder mit einem sehr großen Erfassungsbereich. Wir haben die Möglichkeit, mit einer Schnittstelle auch externe Geräte wie zum Beispiel eine Wetterstation zu implementieren. Ganz wichtig, ja. Ja, und wie schon gesagt, wir haben also die Möglichkeit, Plattformen wie Mediola oder Samsung SmartThings zu integrieren. Und es gibt klarerweise die Thematik mit unserem Gateway, mit der Sprachsteuerung. Das heißt, das Jung Home System macht Ihr Zuhause zukunftsfit, sicher und modern. Danke für die Zusammenfassung. Gerne. Danke euch fürs Zusehen. Bleibt dran bis zu Teil 2. Gleich.